Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Damit, ich würde mich gerade so hindrehen, dass man mein Gesicht sieht, aber das funktioniert wohl nicht. Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Risen. Ja, wie versprochen, nachdem Gothic jetzt vorbei ist, ist das nicht logischer natürlich Risen. Natürlich hatte ich jetzt Elix zwischendurch mit drinne, aber das wollte ich eigentlich ursprünglich auch bringen, nachdem Risen vorbei ist. Aber da demnächst irgendwann mal ein Elix 2 kommen mag, dachte ich mir einfach mal ganz frech. Ich mache Elix früher, aber genug zu Elix. Wir sind jetzt hier bei Risen. Oh, ich freue mich so. Es ist Ewigkeiten her, wo ich es gespielt habe. Das könnt ihr mir glauben. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich gerade auch richtig krass zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich denke mal auch, wenn es rauskommt. Laufen wieder gleichzeitig Piranha Bytes und From Software, also Demon's Souls und Risen. Und ich freue mich da einfach mit derbe drauf. Also ich weiß nicht, wie ich mich schlagen werde. Müssen wir mal schauen. Also wenn ich auf den Sack bekomme, könnt ihr euch zumindest ein bisschen freuen. Und ich muss sagen, es nervt dem Gewitter. Es ist ein bisschen penetrant und hier haben wir auch schon etwas Schönes. Denn eine bessere Waffe für den Start, das ist halt immer geil. Und ob bitte funktioniert. Ach geil, danke. Denn Risen hat so ein kleines Problem. Man muss ein bisschen tricksen. Oh. Das war mal ein One-Hit. Das war mal ein One-Hit. Denn das Problem ist, mit V-Sync hat Risen teilweise irgendwie Probleme. Und man muss es im Dingsens-Panel komisch umstellen. Weil sonst gab es das Problem, dass wenn man irgendwo sich hochklettert oder hochzieht, dass der Charakter sich in den Orbit schießt und Kosmonaut spielt. Und man halt nichts mehr machen kann. Und das hat jetzt auch ein gutes Stückchen gedauert, bis das jetzt ob es so läuft, wie es laufen soll. Und vor allem auch in 60 FPS. Man kann zwar die Rate runterstellen, auf halbe Taktrate oder was auch immer. Aber 30 FPS war halt. In dieser Zeit leben wir nicht mehr. Das war halt nicht mehr zeitgemäß. Und ich will ja auch irgendwo gewissermaßen was Gutes liefern. Und ich höre auch gar nicht, was der sagt.
Ja, Sprache auf 100, das ist, es liegt halt einfach am Gewitter. Wenn das Gewitter weg ist, dann hört man auch, was der sagt, wenn man was auf dem Boden hat. Das Problem ist, man kann auch nicht rennen. Wenn ich jetzt versuche zu rennen, dann geht der. Also, dieses Laufen, was ich gerade an den Tag lege, ist das Schnellste, was wir haben. Ich kann zwar noch springen, und das Springen sieht in Rissen halt wunderbar aus. Ich mag das. Klobig. Aber es ist halt einfach. Es bessert sich auch nicht wirklich in den nächsten Teil. Beziehungsweise im zweiten Teil ist das Springen irgendwie noch lustiger. Aber deswegen spielen wir Resin ja nicht, ne? Wir wissen ja alle, die Ranja Bytes Spiele haben ein paar Probleme, aber. Ich liebe sie umso mehr. Also diese kleinen Macken gehören halt einfach zum Charme dazu. So. Ich habe eine Höhle. Ich finde es schön, dass er automatisch speichert. Ich speichere nochmal manuell. Der gute Manuel hilft mir dabei. Ich habe ja ein paar Gnome. Aha. Und das Problem ist, ich muss halt erstmal wieder krass ins Kampfsystem reinkommen. Aber ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für so Blocken. Aber das Schöne ist halt hier, du kannst menschlichere Gegner Waffen benutzen, also Gnome sind jetzt nicht wirklich Menschen. Aber die kann man blocken. Vögel zum Beispiel oder Wölfe oder so. Sorry. Die kann man halt nicht blocken. Gut. Freue ich mich. Oh, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Das wird schön. Okay, okay. Eine Weinfackel, dies, das. Ich brauche eine Pfanne. Siehst du, jetzt hört man ihn auch sprechen. Das Gewitter ist einfach viel zu laut. Hier sonst noch irgendwas? Nö. Kann ich ins Feuer reinlaufen? Ach, schön warm. Okay, speichern wir mal. Huhuhu. Das ist natürlich nicht der direkte Weg dorthin, wo wir hin sollen, aber kennt mich ja. Ich laufe ja nie immer den direkten Weg hin. Vor allem, wenn man auf indirekten Wegen irgendwas holen kann. Ich war der Meinung, ich habe da gerade irgendwas gesehen an Schrift, deswegen ist da so doof geguckt. Okay. Die Gnome haben teilweise Soundeffekte von den Minecrawlern. Oder waren das Minecrawler? Ne, es waren nicht Minecrawler, es war Mollerats oder so. Auf jeden Fall die Soundeffekte, die sie gerade gemacht haben, kennt man aus Gothic zumindest. So, was haben wir hier? Heringe, Gold und Wasser. Geil, mehr brauchen wir nicht. Oh, ich freue mich so. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich freue mich. Gut. Hi. Ach ja, das Spiel ist auch komplett ungemoddet, also ich habe keine Ahnung, ob es Mods gibt für Risen, ob man sie braucht oder nicht, aber ich habe halt. Oh, was haben wir denn hier? Krallen. Szene. Okay. Ich habe halt auch wegen Ton und so und auch allgemein, ob es funktioniert, schon vorher reingeguckt, ein bisschen gemacht. Deswegen wird mir das Kämpfen gerade nicht ganz so schwer. Und ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ist geil, oder? Erstmal was. So. Ja. Goldbeutel. Ich weiß gar nicht, worauf wollt ihr denn gerade hinaus, Leute? Könnt ihr mir das mal sagen? Das wäre echt schön. Ich hab's komplett. Skelett. Ah, cool. Ein rostiges Schwert, Bolzen und Dietrich, ja, danke. Also Jagdmesser hat 12 Klingenschaden. Okay, dann brauche ich deinen Scheißmesser nicht. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Wir haben ja schon direkt Eisenerz gefunden. Das Schöne ist auch, diese Muscheln, die wir am Strand aufgesammelt haben, haben eine gewisse Chance, Perlen zu haben. Die sind 50 wert. Perlen sind 50 wert und die Muscheln sind 3 wert. Hier gibt's nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Wow. 10 Muscheln, eine Perle. Ich bin begeistert. Okay. Cool. Oh. Okay, wie man merkt, dass das Kampfsystem in Risen ist auch ein Stück anders als in Gothic. Also das ist ein Stück anders, ist gut. Das ist komplett anders. Da muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen. Ich laufe jetzt mal mit Absicht nochmal zurück zum Strand.
Weil ich mit Absicht ein paar Sachen erstmal ausgelassen habe. Okay. 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 Da hat er noch eine Muschel. Und da ist was drin gekommen. Geschafft. Geil. Goldbeutel. Geil. Weißt du, ich freue mich so gerade, dass ich hier wieder spielen kann und das vor allem wieder aufnehme. Dass ich das aufnehme, dass ich gerade auch schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Das ist ein bisschen peinlich. Einmal mit Profis, oder wie war das? Naja, gut. Ja. Ah, geil. So, weg Fleisch. Das Problem ist, eigentlich müsste ich mich ja mal beeilen, damit ich hier wegkomme, weil dieses Gewitter geht mir ein bisschen auf die Nerven. Da hören sich die Geier an wie Minecrawler, wenn sie sterben. So, weil da liegt noch eine Dame, mit der wir vielleicht quatschen sollten, aber zuerst einmal möchte ich euch unbedingt was zeigen. Ich muss speichern. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich finde es auch geil, dass sie den Synchronsprecher von Xardas das Intro sprechen lassen haben. Hammergeil. Hammergeil. Könnte man mal wie heißt's? Theorien aufstellen, dass das dieselbe Welt ist. Und Xardas halt in seiner komischen Dimension. Da. Ja. Ah, ich mag das. Das ist halt so. Es gibt Spiele, da gibt es halt unsichtbare. Ich lade einfach mal. Da gibt es Spiele, da gibt es unsichtbare Wände, die zeigen, hier darfst du nicht weiter. Riesen hat riesengroße Sumpfhaiwürmer, mehr Schlangendinger, Zähne. Die sagen nö. Finde ich geil. Mag ich. Mag ich sehr. So, gut. Ein Knüppel nehmen wir mit. Gold und so und Hut und so ist alles meins. Hi, Sarah. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Aber du hast dich ja schon bewaffnet. Gut. Wenn du bereit bist, sollten wir direkt aufbrechen. Je eher wir Wasser und Nahrung finden, umso besser. Alles klar, lass uns gehen. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Also ich glaube, da hinten im Wald bewegt sich nichts mehr. Oder zumindest nicht mehr so viel wie vorher. Dafür habe ich schon gesorgt, Schätzelein. Dafür habe ich schon gesorgt. Okay, das Springen ist teilweise ein bisschen... Okay, weil es halt bergauf ging, hat er sich so komisch nach oben gebackt. Guck mal nach da oben. Sicher jetzt erst, dass man... Kann man sich da vielleicht irgendwo festhalten? Okay, gut. Jetzt nicht... Zeit verschwenden. Es sah halt so aus, als ob man da oben was hätte verstecken können. Ah, so, na gut, gehen wir weiter. Lalala. Guck mal, hätte ich beinahe. Ja, das ist mit der Kamera und wenn man irgendwas macht. Siehst du die Fackeln? Ja. Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Oh, wenn wir den Fackeln folgen? Oh ja, Also, so ganz auf den Kopf gefallen ist sie nicht. Da hatten wir auch das. Okay. Und gut, ab hier wird es wieder ein bisschen gefährlicher in Fragezeichen. Ausrufezeichen, in Anführungszeichen. Was auch immer. Was habe ich denn da eingesammelt? So ein Fläschchen. Kann ich das irgendwie... Ach. Ich würde das halt gerne verschieben, weil irgendwie ist mir das zu weit rechts, weil... genau da so ein bisschen der Mikrofonarm ist. Ein bisschen ungünstig. Da muss ich mich ein wenig verbiegen, um das ganze Inventar gescheit sehen zu können. Aber das ist ja mein Problem. Pass auf! Pass auf! Gut gemacht! Du bist eine tolle Hilfe, Sarah.
nur alles mitnehmen. Ihr kennt das. Ich bin, Loot. Als meins. Kennt ihr. Wisst ihr. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Okay. Okay. Minze. Oh cool. Minze? Habe ich wirklich Minze eingesammelt? Da, Minze. Hat nicht mal einen Text dazu. Hätten sie wenigstens hinschreiben können, dass es gut riecht oder so. Ah, Blut. Cool. Bin ich mir richtig sicher. Questerfolg. Untersuche das Haus. Ja. Neue Definition von untersuchen ist, durch die Tür gehen. Wisst ihr, was ich mache? Minze. Wisst ihr, was ich mache? Wenn dieses Gewitter so ein bisschen... Grog. Geil. Wenn das Gewitter so auf den Sack geht, benutze ich dieses bestimmt nicht stinkende Bett. Wo ein Schlüssel auf dem Boden. Bis mittags. Hat es auch gehört? Ja, gut. Wunderbar. Sollten wir noch ein bisschen. Ah, Schlüssel. Finde den Schlüssel im verlassenen Haus. Das wird wahrscheinlich dann jetzt so sein. Tada, was haben wir hier? Eine Pfanne, Milch, Wasser, das und das und das. Ich bin mir sicher, dass die Milch noch gut ist. Dass man die Milch noch trinken kann. Hi. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei Alter. Denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Alter, das merke ich jetzt erst. Das ist ein fucking Easter Egg zu Gothic. Dieses ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das Schloss nie auf. Das sagt der Held immer. Das merke ich jetzt erst. Holy fuck, wie oft und wie lange habe ich das Spiel schon gespielt und merke das jetzt erst? Heilige. krass. Oh, freue ich mich. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig. Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Also jetzt in diesem Moment merke ich halt, dass Sarah halt unser Tutorial ist, verdammt. So, auch mit dieser Pfanne kannst du ja Fleisch braten. Oh Mann, ey. Gut, fünfmal Fleisch. Lalala. Ich würde das Fleisch ja in die Pfanne reintun. So, so als Tipp fürs nächste Mal. Das mache ich auch nochmal. Ja. Wie gesagt, das Hähnchen würde ich halt... Riecht schon mal nicht schlecht. Ja. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter. Ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Warum ist sie verboten? Woher weiß ich, dass sie... Ich habe keine Karte. Cool. Gut. Wir haben hier genächtigt. Haben gegessen. Also ich noch nicht, aber ich habe zauberhaft Essen zubereitet. Und habe jetzt noch mehr gefunden. Was haben wir denn hier? Was ist das? Okay. Einfache Truhe. Sesam, öffne dich. Eine Säge, eine Wichtelkappe, Mana und Gold. Wie man hier auch merkt, ein bisschen umschauen und looten ist halt immer gut. Also ich meine, was würde ich denn ohne diese Wichtelkappe machen, ja? Würde das Spiel gar keinen Sinn machen. Ohne diese Kappe. Sei einfach mal ehrlich. Okay. Da haben wir einen Wolf. Kommen sie her, kommen sie ran. Wir will nochmal, wer hat noch nicht? Aua.
Oh, jetzt kläfft doch nicht so. So, ist hier noch irgendwas? Oder war jetzt nur der Köter hier? Naja, da. Hast übersehen. So, ach ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwelche Mods gibt, die das Spiel vielleicht erweitern oder halt auch einfach nur schicker machen. Wir spielen es halt einfach ganz Vanilla. Auf dem neuesten Patch. Und wie gesagt, mit der im Nvidia Panel V-Sync. Ich weiß gar nicht, wie ich das eingestellt habe, aber falls ihr Fragen habt, falls ihr selber spielen wollt und das Problem mit dem Klettern habt, fragt mich einfach, dann beantworte ich das gerne in den Kommentaren. Weil es doch sehr ärgerlich ist, wenn das passiert. Und es stummt halt weiter. Weißt du was? Nicht mit mir, mein Freundchen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich glaube, wenn man... Achso, deswegen dachte ich, war ich erstmal verwirrt, ob das jetzt weg ist oder nicht. Weil irgendwie... Ich glaube, wenn man nochmal pennt, dann ist das Gewitter weg. So. Aha. Ja, das hört sich doch schon besser an. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie Gewitter noch da ist. Aber das sah halt besser aus, aber scheinbar ist es einfach nur 5 Meter weitergezogen. Aber so hört sich das doch besser an. Ja. Geil. Ich meine, so ein bisschen Regen ist ja nicht verkehrt oder so. Aber ich finde sowas immer so ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man so schöne Musik hat, wie hier. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke mal, Kai Rosenkranz hat auch die Musik für Risen gemacht? Fragezeichen. Muss ich mal zur nächsten Folge mal Informationen einholen und mich schlau machen. Und die Musik von Kai Rosenkranz aus Gott ist halt einfach. Ist halt einfach Beste. Ist halt einfach Beste. Das ist. Oh, guck mal, da steht eine Truhe, die ich nicht benutzen kann. Das ärgert mich. Naja. Ach, ist das schön. Das ist auch ganz merkwürdig. Bei Risen speichert man auf F8. Normalerweise ist es F5. Bei jedem anderen Spiel ist es F5. Bei Risen ist es F8. Aua. Ja. Und das Problem ist, es ist fest. Ich kann es nicht ändern. Oh, ist das schön zu klettern. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich mir die Haare rausgerupft habe, weil ich hier was gesehen habe. Kleiner Schild. Soll es uns etwa vergönnt sein, diesmal mit Schild zu spielen? Ich weiß nicht. So enden wir alle mal. So enden wir alle mal. Du hättest wenigstens irgendwelche positiven Worte da lassen können, wegen Ruhe und Frieden oder so. Aber nein, du musst es natürlich wieder alles auf dich beziehen. So enden wir alle einmal. Da liege ich auch bald. Oh Mann, ey. Das sind immer diese Leute, die alles auf sich beziehen müssen. Unglaublich. Nur weil du der große Held bist, von dem du noch nichts weißt, heißt es nicht, dass du so herablassend auf andere sprechen sollst. Das tapfere Schneiderlein. Ich weiß ja, das Spiel hat In-Game Achievements. Das hat für Steam keine. Es kam auch zu einer Zeit raus, da war Steam auch nicht so krass im Kommen. Und deswegen kam das erst später. Und deswegen hat es, glaube ich, auf Steam keine Achievements. Aber ich kann ja mal gucken. Was ist denn das? Spieleinstellung mit Rückende. Ich weiß gar nicht, wo denn das Spiel da Erfolge. Abenteurer, Anfänger, bla bla. Was war denn das mit dem Schneiderlein? Da 7 Grabmotten getötet. Okay. Ja, okay. Wie man sieht, erste Karte im Spiel gefunden. Das überträgt sich mit allen Spieldingern. Denn wie gesagt, ich habe ein kleines Stück weiter gespielt. Einfach nur, um alles auszutesten, damit auch alles so rund läuft. Und scheinbar, ja. Deswegen habe ich 7 Grabmotten getötet. Obwohl ich jetzt nur 1 oder 2 oder 3 getötet habe. Ah ja.
muss man wohl mit klarkommen, wenn man halt sowas macht. So, und das Schöne ist, hier haben wir... Ja, das Problem ist, das weiß halt niemand. Sagen wir es mal so, wenn man hier zum ersten Mal reinkommt, würde man natürlich weiterlaufen und... Aber... Ja. Ich habe es jetzt trotzdem einfach mal gemacht. Um es zu zeigen. Denn das Ding ist, wir müssen hier sowieso runter. Schwere Truhe. Fackel und ja. Ja, das hört sich schön an. So haben sich die Höhlen und Dungeons so ein bisschen auch in Gosse gegangen. Keine Ahnung, was das soll. Was für Dämonen mir hier ins Ohr flüstern. Alles gut, Leute, alles gut. Weil hier gibt es einen Hebel. Also müssen wir hier runterfallen, um die Sachen zu looten. So sieht es nun aus. So. 15 Lebensenergie. Jetzt so auch nicht angezeigt. So, das, was ich auch noch zeigen kann, ist, hoch C. Die Charakterübersicht, sage ich mal. Kristallmagie ist aber Magiermacht. Das ist jetzt nicht wirklich viel Auswahl. Runemagie kann man, glaube ich, so machen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder war das andersrum? Eins von beiden, keine Ahnung. Ja, das kennt man. Hier hat man Schwert, Axt, Stab, Bogen, Armbrust. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder auf Axt gehen. Ihr kennt mich. Wir haben schon Level Up, ne? 10 Lernpunkte, wie ist das? Schwertkampf. Schlösser hat. Ja. Ja. Das, ach ja, und hier ist es. Sieht man auch nur so, was man dann so ausgerüstet hat. Okay, okay. Alles klar. Ein Pilz. Ich dachte gerade, dass es ein Heiltrank ist, aber. Es war nur ein Pilz. Leute. Alles gut. Es war ein Pilz. So, und hier muss man natürlich wieder aufpassen. Bin ich beim ersten Mal auch, als ich es gespielt habe, direkt wieder runtergefallen. Ich dachte, dass das dann nicht mehr passiert, aber. Hey. Ja, ich weiß, ich lasse mir Zeit, aber das kennt ihr doch. Ich hoffe, es stört nicht, denn ich habe da richtig Spaß dran. So. Und wie gehabt, ist alles meins. Alles meins. Ohne Ausnahmen. So, ich laufe jetzt gerade durch den Busch und sehe nichts, aber da war gerade direkt die Wand. Ich hoffe, es stört auch nicht, dass ich, wenn es geht, immer springe. Aber das Springen ist halt ein Ticken schneller als Laufen, glaube ich. Außer wenn es oben geht, aber wie man sieht, das ist dann teilweise merkwürdig. Hier haben wir das nächste Haus. Und wisst ihr was, bevor ich die Folgen einfach zu lange mache... Mache ich hier einfach mal einen Cut. Sag vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso Bock auf das Projekt wie ich. Und dann, ja, sieht man sich in der nächsten Folge. Vielen Dank und ciao.